Naja, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, und wir waren ja beim letzten Mal hier ganz gemütlich das Feld hier düngen. So, und ich habe ja gesagt, wir pflanzen hier Mais an und irgendwo habe ich bestimmt noch einen sinnlosen Traktor rumstehen, der das schaffen könnte. Dass wir da auch gleichzeitig noch Mais anpflanzen können. Der Gruber fährt noch. Ich habe jetzt natürlich nichts vorbereitet. Auch gestern die Aufnahme ging total daneben. Der Spielsound ist schon wieder viel zu laut hier auf meinem Kopfhörer. Auch die gestrige Aufnahme war einfach nur chaotisch. Deswegen gab es am gestrigen Tag auch einfach nichts, was Landwirtschaftssimulator angeht. Es tut mir leid, aber es war einfach nicht mehr zu retten und die Zeit hat nicht hingepasst. Ich musste heute, also beziehungsweise... ja, es ist schon heute, also... Nein, ich musste gestern... Egal, ich musste auf jeden Fall 14 Stunden arbeiten und hin und her und... Jetzt ist es einfach mal 12 Uhr nachts und ich bin hier am Aufnehmen. Und für euch wenigstens die... was ist morgen eigentlich für ein Tag? Ach ja, die Samstagsfolge. Um die für euch rauszubringen. Ich gebe mir auch die beste Mühe, dass das Ganze jetzt inhaltlich noch irgendwie einen Sinn ergibt. Hat der hinten Lampen? Nein, hat er nicht. Meine Katzen beschweren sich auch schon. Die wollen, dass ich ins Bett gehe. Deswegen wird es hier höchstwahrscheinlich jetzt gleich einen kleinen Cut geben. Oder auch nicht, wenn die zwei sich wieder beruhigen im Hintergrund. Ja, ich bin total verwirrt. Man merkt es wahrscheinlich. Ja klar, so, hier. Also. Jetzt erstmal Mais ansehen auf das gedüngte Feld, weil, was wollten wir eigentlich machen mit dem ganzen Mais? Ich weiß es gar nicht mehr. Was wollte ich mit dem Mais machen? Hilfe! Ich bin jetzt mal gespannt, ob der mir den Dünger gedüngt lässt, aber es sieht so aus. Ja, sehr schön. Ach, und hier haben wir wieder unsere Stolperfallen. Das war beim letzten Mal schon so. Keine Ahnung, warum es so ist. Es ist halt einfach so. Nein, ich habe hier niemals Bäume gepflanzt. So. Du, wie sieht's bei dir aus? Ah. Du wirst mir jetzt aber nicht in die verkehrte Richtung, oder? Nein. Ah, hast schon ein bisschen was geschafft. So, unser Gülletank. Oh Gott, sieht das Ding aus. Das werden wir jetzt gleich mal waschen gehen. Und auf jeden Fall mal Licht einschalten. Wenn ich hier jetzt so schön mittig reinfahre, müsste es doch dann einigermaßen funktionieren, dass ich alles erwische, oder? Jetzt. Ja, sehr schön. Dann haben wir auch gleich alles mit Dünger abgedeckt. Oder auch hier einfach mal die Hälfte vergessen. Oh, der Dünger geht jetzt nicht mehr weg, wenn ich das Feld mit dem Gruber bearbeite. Das wäre eine tolle Sache. Ich hoffe mal, es beschwert sich jetzt niemand drüber, was ich hier mache. Vor allem ist unser Tank gleich leer. Und ich glaube, ja, er ist leer. Und wir haben jetzt auch überhaupt nichts mehr bei den Kühen drin. Weil, wie gesagt, ihr habt es mitbekommen. Ich habe einfach weiter gespielt von dem Zeitpunkt an. Beim letzten Mal einfach gespeichert. Ich dachte, ich krieg's noch hin, ein bisschen was nebenher zu machen. Aber dem war nicht. Dem war leider nicht so. Oh mein Gott. Ich freue mich jetzt schon auf die Life is Feudal Aufnahme. Also wenn ihr irgendwas erleben wollt, was noch verplanter ist wie das hier jetzt, dann guckt bei Life is Feudal heute auch noch rein. Die ich übrigens wieder ohne Ösi machen werde. Weil der natürlich auch um diese Zeit einfach mal keine Zeit mehr hat. Und ja. Was soll ich sagen? Hoff mal, wir haben noch Gülle. Weil wir brauchen mehr Mais. Na gut, wenn jetzt keine Gülle mehr da wäre, wäre es auch kein Problem.
gibt es halt nur die Hälfte des Feldes gedüngt. Wobei ich ja auch noch das hier, also den Feststoffdünger sozusagen auf dem Feld verteilen könnte. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt was dabei ist. Fertilizer Spreaders. Oh nein. Ich habe was getan, was ich nicht hätte tun wollen. Verdammt, ich will den nicht haben. Naja. Genau. Sowas hier. Das hätten wir uns eigentlich kaufen sollen. Wäre viel sinnvoller gewesen. Was hat denn der für eine Arbeitsbreite? 6 Meter, 10 Meter. Ja, ich habe Gott sei Dank nicht mehr genug Geld. Blöder Doppelklick. Naja, dann könnte ich jetzt mit dem hier fertig sehen, weil... fertig düngen. Jetzt haben wir ja beides. Obwohl hier Naturdünger einfach eigentlich günstiger wäre. Aber das ist nicht genug. Ich hänge den jetzt hier einfach mal ab und lasse ihn da stehen. Dann können wir uns da dann immer noch wiederholen, wenn wir brauchen. Er steht auch hier gleich bereit. So mehr oder weniger, hier stehen auch unsere anderen Häckselwagen. Die auch kein Mensch mehr braucht eigentlich. Wenn wir den Ladewagen jetzt zum Häckseln. Ist schön groß. Der wäre schön groß. So. Ja, unverhofft kommt oft. Deswegen haben wir jetzt einen Kunstdüngerstreuer. Das hat nichts Natürliches mehr. Nein! Wir haben kein Biomais mehr. Verdammt. Wobei, wir machen aus dem Mais nur mehr Dünger. Und Geld. Und Strom. So, ich habe heute auch noch den lieben langen Tag während der Arbeitszeit an meinem Best-of weitergebastelt und es wird, aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden damit. Und es ist halt auch eine üble Sache, ich bin so unheimlich selbstkritisch, was sowas angeht. Ich will es halt immer einfach perfekt machen und naja, mit meinen nicht vorhandenen Kenntnissen wird es halt einfach nicht perfekt und bastelt immer länger rum und wird immer unzufriedener damit. Ich sag jetzt bloß nicht, Gott sei Dank liegt hier ein Gewicht nebendran. Und ich hatte das eine Anhängerkupplung. Ah, oh mein Gott, was ist heute los? So, der hängt hier aber ganz schön nach unten. Macht aber nichts. Wow, was ist der für Riesenreifen? Gott, das Ding ist so hässlich. Kann ich den jetzt mit dem Helfer losschicken? Nein, auch nicht. Schade. Wobei ich ja das Ding auch zuerst einfach mal auffüllen müsste. Dazu muss ich, soweit ich weiß, an den Hof. Hoffe ich mal, dass wir da noch eine Dünger auffüllen. Hallo? So schwer ist das Ding jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich mal gesagt, ich will Traktoren. Ich habe jetzt knapp 1 Million an Maschinen ausgegeben, die eigentlich kein Mensch gebraucht hat. Ja gut, den Big X, den braucht man schon, aber... Hallo? Das Ding hier? Das kostet 50.000 und... oder was kostet das? 48? Was weiß ich. Auf jeden Fall war es schweineteuer. Das braucht man doch gar nicht. Also ich wollte es wirklich nicht kaufen. Auch das Ding hier. Steht einfach nur in der Ecke. Wie bei kleinen Kindern. Kaufst du was, 2 Tage später liegt es wieder in der Ecke. Und wirklich fahren kann man damit auch nicht. So, auffüllen. Los. Ich kann gleichzeitig sehen und auffüllen. Naja, wer das Geld hat. Ich hoffe mal, das reicht jetzt für ein bisschen mehr Fläche wie die Gülle, weil es war halt einfach mal so der größte Tank mit Spreader, also mit Verteiler, den es gibt. Und der reicht für die Hälfte von diesem kleinen Feld. Ups. Jetzt fahre ich hier einfach mal so mittendurch. Ich bin jetzt gespannt. Ah. Guck mal an. Es interessiert also nicht mehr, ob man jetzt gegrubbert hat oder nicht. Also das Fahrverhalten von dem Ding ist hier unter aller Kanone, ich sag's euch.
So schwer ist das Teil doch gar nicht. Und wie viel Arbeitsbreite hat es überhaupt? Und bringt Doppeldüngern was? Wahrscheinlich nicht. Aber der Verbrauch von diesem Zeug hier ist, so wie es aussieht, wesentlich geringer. Also, eine Bahn, ne? Sieht schon besser aus. Und auch der Arbeitsbereich scheint größer zu sein. Ich schalte ihn jetzt das gar nicht aus, weil es interessiert eh nicht. Kann ich den jetzt einfach mal hier im Ganzen das Feld düngern? Und dann werde ich einen kleinen kurzen Cut machen. Hey, wie es genau rausgeht. Oder kann ich die Seite einfach noch nicht düngen? Doch. Nee. Klar. Ja, und dann werde ich einen kleinen Cut machen. Und dann werdet ihr das volle, gefüllte Feld wieder sehen. Und ich kann die letzten 4-5 Minuten noch ein bisschen was tun. Ein bisschen was Sinnvolleres. So, pass auf, du kriegst ja gleich so ein komisches Düngersalz ins Gesicht. Das interessiert dich anscheinend gar nicht. Hm, ich hätte eigentlich gleich den kaufen sollen. Mit dem ging es irgendwie schneller und einfacher. Und wir haben halt auch so gut wie gar keinen Dünger verbraucht. Oh nein. Ich hätte hier nie reinfahren sollen, aber ich konnte nicht mehr bremsen. Ist schon gut, was gesät jetzt, oder? Ah, nur so eine kleine Ecke eigentlich. Ja. Ich stelle den jetzt einfach mal hier ab. Seht ihr, der hing zu niedrig. Und das hintere Gewicht kann ich eigentlich nur absenken. Hm. Und ich wollte eigentlich ja meinen Kredit zurückzahlen, aber das hat immer noch nicht funktioniert. Und ich verliere Geld. Wir sollten noch Geld dazu bekommen von unseren zwei von unseren beiden. Mir fällt es immer noch nicht ein. Von unseren beiden Solarpanelen, ja. Also, funktioniert. So. Dann stelle ich einfach mal hier so daneben. Das bleibt jetzt unser Maisfeld. Eigentlich könnten wir da auch mal Gras anpflanzen. So ein ganzes Feld mit Gras. Aber wo tue ich es hin? Ich kann es ja sowieso nirgends lagern. Was haben wir hier eigentlich noch alles? Okay. Oh, unsere Bäume sind gewachsen. Juhu! Aber die werden noch größer. Das reicht mir noch nicht. Ich will richtig große Bäume. So, und was können wir noch alles tun eigentlich? Ah, wisst ihr was? Zum Abschluss der Folge, nachdem dieses Fahrzeug hier mittlerweile einfach nur noch braun ist, statt eigentlich blau, was es sein sollte. Und hier die Ingame-Zeit halt so mehr oder weniger, ja, bis auf eine Stunde knapp mit der echten Zeit übereinstimmt. Werden wir den jetzt in der Mitternachtswäsche finden. Ich glaube, das ist das Gegengewicht hinten. Klar, weil wir hinten auch das schwerere Gewicht wie vorne haben. Nein, unser Hochdruckreiniger steht aber hier. Oh, es gibt eine Taschenlampe. Cool. Kann ich die auch anmachen? Ja, dann sehe ich wenigstens was. So, jetzt hier noch schnell Fahrzeug waschen. Zumindest den einen hier. Ich hoffe, die Gewichte werden wieder sauber. Ja, ich habe hier vorne ein 1000 Kilo Gewicht. Und was habe ich auf der Rückseite? 1600 Kilo Gewicht. Ja klar, und da wundere ich mich, warum es nicht funktioniert. Oh, hier oben drin, da muss man immer gut sauber machen. Gutflügel. Also das Wichtigste. Aha. So, hier. Ansaugtrakt für die Luft. Und das vordere Gewicht noch. Und dann ist der hier wieder perfekt sauber. Yay. Frisch gewaschen. So, und während das Gewicht hier noch hoffentlich ganz sauber wird, möchte ich mich von euch schon mal verabschieden. War eine nicht ganz so spannende Folge diesmal, allerdings war sie auch wieder wie so oft eigentlich übers Knie gebrochen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ich bin Apox.
Tschüss.